Also drin haben wir es ja soweit geschafft, aber jetzt ist natürlich draußen noch eine riesige Baustelle. Das Bauen ist jetzt quasi ein Hobby für uns geworden. Wir bauen und bauen und bauen und das nimmt kein Ende. Wir haben irgendwie immer was zu bauen. Aber ich glaube, das ist normal, wenn man dann so ein eigenes Haus hat, findet man immer irgendwas zu bauen. Dies hier ist unser, um es mal schön zu sagen, naturbelassener Garten. Das heißt, die alte Hecke hier muss erstmal auf jeden Fall weg. Da wollen wir was Modernes haben. Wie man schon sieht, das ist Marks Ding hier. Er ist ja Bauer und drin im Haus, das ist also mein Ding, ich bin ja nur Klempnerin und das ist so sein Reich hier und da blüht er richtig auf, man merkt das richtig, ne? Egal was ich baue, ob es jetzt ein Feld anbauen ist oder nur einen Garten bauen oder ein Haus bauen, ich gehe da voll drin auf, also bauen ist mein Leben. Mein zweiter Vorname könnte auch Bauer sein, also das ist schon geil. Ja, draußen ist auch einfach super und zwar hat mein Nachbar zu mir gesagt, du kriegst nur das fertig, wo du mit dem Trecker hinkommst und hier komme ich mit dem Trecker hin, weil von Hand bin ich nicht der Beste, aber mit dem Traktor wird alles plattgewalzt hier. Alles plattgewalzt? Fühlen sich die Schwiegereltern nebenan von so viel Aktionismus nicht ein wenig überrollt? Wenn man ein Doppelhaus hat, ist natürlich das Schöne, die zukünftigen Schwiegereltern kriegen es gleich mit schön. Weil man kann ja nicht in der Mitte einfach aufhören und sagen, so, bis hier wohnen wir. Also wird diese Seite mitgemacht. Es sieht halt aus wie Kraut und Rüben. Naja, die Natur holt sich alles wieder. Und jetzt sieht es halt so aus. Wir machen auf jeden Fall eine schöne Terrasse. Wir waren ja auch schon ein paar Mal im Urlaub. Und dann hast du immer so, ob es am See oder am Meer ist, so einen schönen Holzsteg. Und so soll halt die Terrasse werden. Ich will eine schöne Holzterrasse. Wenn ich da abends drauf sitze und dann schön hier aus meinen Flipflops raus, die blanken Füße auf der Terrasse, habe ich das Gefühl, ich sitze am Meer, auf meinem Holzsteg. Wir wollen einen Duschplatz haben für draußen, wenn schönes Wetter ist, damit ich mich schön abduschen kann. Genau. Und einen Grillplatz. Ich stelle mir das in Zukunft so vor, ich stehe mit einer kalten Flasche Bier an meinem Grillplatz und mein Schatz duscht hier vorne. Da habe ich immer von geträumt, so ein Model wie mein Sonnenschein und dann ist die ja schön am Duschen. Ich sehe schon in Zeitlupe und ich sitze daneben am Würstchen drehen mit dem Bierchen. Also es ist eigentlich besser wie Urlaub. Jetzt muss es nur umgesetzt werden. 200 Euro hatten wir ja noch vom letzten Umbau und 2000 Euro hatten wir noch gespart, also sind das 2200. Sandra hat die Finanzen fest im Griff, Marc die Motorsäge. Und da wir unseren Grobmotoriker kennen, raten wir ihm dringend zu Schutzkleidung. Das sind so die Sachen, man lernt ja nie aus. Ne? Und das habe ich jetzt alles bei meinem Schatz gelernt. Wenn man so eine Motorsäge hat, dann muss man noch mal eine Schnittschutzhose anziehen, so einen Helm aufsetzen und. Haben wir früher nie gemacht. Wir haben die Motorsäge um die Ecke weggeschnitten. Dann waren wir auch schneller fertig. Aber mit dem Helm hat es ja gar nicht unrecht. Den Kopf muss man immer schützen. Das ist ja auch eine Menge drin bei mir. Und die ne? Beine nicht, oder was? So. Ja. Das ist voll ungewohnt, man versteht gar nicht. So, dann geh mal zur Seite. So, bist du sicher, dass du was machen willst? Ja. Ich war ja schon Profi, ich hab's ja schon gemacht. Ja, ja, aber das mache ich jetzt mal. Okay, dann mach du's. Aber jetzt sind wir draußen. Aber du weißt, du hast nur zwei Beine und zwei Hände, alles ne? Alles klar, so, also Vorsicht, aufpassen. Alles schön zur Seite. Okay. Der Klassiker, Motorsäge hat ein halbes Jahr gestanden. Hättest vielleicht doch besser deine Frau rangelassen. In 100 Jahren nicht. Warum gehen diese Sägen hier an? Ja, ich und die Motorsäge ist ein eigenes Kapitel. Egal wann und wo, immer wenn ich versuche, die Motorsäge anzumachen, geht's erst nicht. Diese Dinger, die sind immer abgesoffen, dann stehen die natürlich auch länger in der Ecke. Und da kannst du noch so schnell ziehen, reißen, machen. Aber irgendwann springt's natürlich an. So, wie viel der Versuch ist das jetzt? Hm? Der 100. Aber alle guten Halbe Dinge. Stunde später. Jetzt bloß nicht übermütig werden. So eine Motorsäge ist keine Heckenschere. Ja, das ist natürlich schon ein geiles Gefühl mit so einer Motorsäge. Ich meine, du hast da so ein paar Bäume vor dich, nimmst die Motorsäge und weg sind sie. Also ich sehe gerne, dass sich schnell was verändert. Wenn ich arbeite, muss immer schnell gehen. Und da sind die Motorsäge und ich schon beste Freunde. Eben war hier noch Urwald. Jetzt haben wir hier eine schöne freie Fläche. Später ist dann hier ein schöner kleiner Zaun. Hier vorne vielleicht ein kleines Gartentor, dass man auch mal vom Auto aus, wenn man kommt, gleich reingehen kann. Und hier, wo gerade noch ein Busch war, da kommt dann eine schöne Terrasse hin. Ja, und das wird natürlich super. Ne? Und in Gedanken sitze ich immer schon auf dieser Terrasse. Und darum fällt mir das Arbeiten so leicht. Ich weiß jetzt schon genau, ich komme später oder morgens raus, schön beim Frühstücken, schön Kaffee trinken, 32 Grad und Sonnenschein. Der wird sich, glaube ich, noch wundern. Jetzt ist er noch total voller Elan. Ich glaube, das hört schon nach dem dritten Tag auf. Sonnenschein? Ich komme. Pass auf. Ja. Kennst du die neue Sportart? Ja, ist klar. Ja, ist so. Die haben so Steckenpferde und dann machen die so Mitteltrappen. Ja, ist auch eine günstige Alternative. Ja, oder? So, Sonnenschein, pass auf. Bevor wir jetzt hier noch runter die Hecke wegmachen, der Pfosten muss ja auch weg, ne? Ja. Das ist ja bisher immer gestört. Was wir mal brauchten, wäre irgendwie hier so ein Pressluftding. Ich hole das Soll Kabel ich den jetzt her. Holen? Das wäre perfekt. Oh, okay.
der war mir immer schon so ein bisschen Dorn im Auge. Weil immer, wenn du mit dem Auto hier raus willst, musst du an dem Pfeiler vorbeigucken. Das nervt einfach. Wenn wir diese später alle weg haben, überlege ich sogar, ob wir nicht so ein bisschen schräg gehen. Dass man so ein bisschen auch einsieht, die Straße. Weil immer, wenn du das... Muss alles jetzt so ein bisschen einmal ordentlich fürs Leben gemacht werden. Dafür muss dieser Pfeiler mal hinweg. Wie gut das andere passendes Gerät zur Hand hat. Die Frage ist nur, ob Marc auch damit umgehen kann. Soll ich es eben zusammenbauen? Das wäre sehr lieb, Schatz. Komm, ich mach's eben. Mir oder dem Presslufthammer? Ja, dem Presslufthammer. Ja, da hat sie einfach mehr Routine, weil sie in den passenden Meißel da reingepackt. Welchen nehmen wir denn? Ja, besten so einen großen, flachen, ne? Groß ist immer gut. Da bin ich gar nicht gewöhnt, so. Das Große sind Hand. Witzig, wissen. Oh, doch, das kann ja nur was werden. So, komm, gib her, das mach ich selber. Na dann, Marc, zeig uns mal, wo der Hammer hängt. Und was ein ganzer Kerl ist, der räumt seinen Dreck anschließend auch selber weg. So, Schatz, ich bin weg, ne? Ja. Mach nicht ganz so lange, ne? Beim Pony. Ja, ein paar so lange, wie ich es brauche, ne? Ja, ja, alles klar. Bis gleich. Tschüssi. Ciao. Bis später. Mein Hobby, meine Leidenschaft eigentlich, ist das Reiten. Ich habe ein eigenes Pferd und das muss natürlich versorgt werden und auch bewegt werden. Und deswegen muss ich da jeden Tag hin. Und dann muss die Baustelle auch mal hinten angestellt werden. Das muss man auch erstmal verstehen. Also ich noch nicht so ganz. Bei mir als Bauer ist das so, Tiere sind Tiere. So, die kriegen morgens ihr Futter, Kühe werden eben gemolken und dann müssen wir vielleicht damit. Aber ist das so, das Pferd ist ja so richtig ihr Freund. Da fährt sie dreimal einen Tag hin, dann wird er gestreichelt, dann wird mit dem spazieren gegangen, dann wird mit dem geritten. Ja, und das ist natürlich auch dann bei so einer Baustelle extrem nervig natürlich. Ne? Das Pferd steht an erster Stelle und ja, da gehe ich jetzt hin und schmus mit ihm ein bisschen und trainiere ein bisschen mit ihm. Deswegen habe ich den Sattel in der Hand. So, viel Spaß noch. Dir auch, Sandra. Und dir auch, Marc. Wobei wir ja gerne mal wissen würden, warum du nie etwas zu Ende bringst. Vielleicht, damit am nächsten Morgen noch genügend Arbeit übrig ist? Die Hecke ist inzwischen weg, das sieht man ja. Und jetzt muss natürlich weitergehen. Der Plan für heute ist, dass wir halt die großen Bäume dann auch wegnehmen, damit wir dann erstmal hier alles plan schieben können für die Terrasse. Ne, Schatz? Ja, Chef. Du kannst ja schon mal versuchen, dass du das Seil unten um den Baum machst und dann ziehen wir es mit dem Traktor raus. Das ist der Plan. Entscheidend wird sein, dass der Trecker auch die Hauptwurzel mit herauszieht. Denn bei Laubbäumen kann die noch Jahre später neu austreiben. Ja, sollte wohl halten. Das ist wirklich schon praktisch, dass Marc Trecker fahren kann, ne? Weil ansonsten müsste man das jetzt irgendwie rausbuddeln und das wäre noch zeitaufwendiger und noch anstrengender. Und ist das wirklich eine Erleichterung. Ich bin eine Farmer, bin geboren auf dem Land und melke Kühe. Ich kriege keine Frau, ich tu was ich kann. Und der, die ist froh, weil ich Traktor fahren kann. Ich habe gelbe Gummistiefel und eins hat ein Loch. Doch wenn die Matsche durch, so kriegt mein Fuß einen Schock. Ist er nicht süß, mein kleiner Bauer? In der Stadt, da haben sie den offenen Dreier BMW und da holen sie ihre Perle ab, ne? Ja, und ich fahre mit meinem Schatz da mit dem Trecker los und dann singe ich, Baby, ich hole dich mit dem Traktor ab. Ich bin Landbursche, aber das bin ich auch gerne. Und wie steht's um deine Fahrkünste, du Landbursche? Sind die ähnlich ausgereift wie deine handwerklichen Fähigkeiten? Vorsicht! Marc, du sollst den Baum fällen, nicht deine Frau. Ich steck schon mal rein. Zeig mal. Anheben ein bisschen. Ach so. So, jetzt runter das. Boah, Schatz, dass ich noch von dir lerne. Das ist, hätte ich nicht gedacht. So tipptopp alles hier. So stolz auf dich. Und wir sind jetzt total zugesaut. Naja. Ich auch. Egal. Ihr Shirt schon voll gesaut. Keine 10 Minuten am Arbeiten, geht's los hier. Ich ziehe jetzt mal vorsichtig. Ja. Oh, jetzt habe ich schon so ein bisschen Angst, dass was schief geht. Weil das ist schon ein wuchtiger Baum. Bäume rausziehen ist natürlich gefährlich. Wenn das Seil mal reißt, das kann einem am Kopf fliegen. Frühen Morgen hoch.
Weil dann sagt er, normal können das nur Frauen, so Multitasking. Aber ich kann Trecker fahren, singen, Kühe melken, ich kann alles zeitgleich. Und noch mit einer Frau schlafen. Also ich bin schon ein kleiner Superstar. Ja, aber singen ist so ein bisschen mein Hobby, das ist so meine Leidenschaft. So habe ich meinen Schatz früher auch erobert. Ne? Die kam bei uns in den Disco rein und ich so, Baby, ich hole dich mit dem Traktor ab. Baby, mit dem da mache ich niemals schlapp. Und dann spielen wir, was jeder kennt, sexuelle Landluft, die brennt. Baby, ich hole dich mit dem Traktor. Dann kam mein Schatz mir so entgegen und wollte ein Autogramm. Ne? Habe ich ihr schön oben auf den Hals geschrieben mit dem Edding. Ne? Aber früher war sie ja mal Groupie, ne? Das ist mein Schatz. Ja, aber jetzt müssen wir weiterarbeiten. Der Stein muss weg, der Baum muss weg. So, erstmal Seil losmachen. Zack, zack. So, jetzt hier drum und das gleiche Spiel nochmal. Und falls Sie zu Hause noch einen Baum haben, der dringend raus muss, einfach mal beim Marc anklopfen. Der Mann hat eine neue Leidenschaft für sich entdeckt. Blühende Landschaften in Wüsten verwandeln. Warte! Vorsicht! So! Hey. Ja, sieht natürlich jetzt aus wie ein Schlachtfeld hier, ne? So. Mit dem Regen hier. Das stimmt, aber du hast ja schon ganz gut im Griff alles. Ja, oder? Wir müssen jetzt erstmal irgendwie sehen, dass wir das ganze Grünzeug, den Stein noch alles gerade schieben. Ja. Dafür brauche ich die Schaufel. Die steht auch bei den Rindern, da müssen wir eben hin. Da musst du mir mal helfen, weil einer muss sich ins Gatter stellen, damit die nicht abhauen. Dann geht das wesentlich schneller. Ich pack meinen Hexenbesen weg. Ja. Ich bin noch nie mit meinem Freund Trecker mitgefahren. Das ist jetzt das erste Mal. Und ja, ich glaube, das wird ganz lustig. Und voll romantisch und so. Jetzt wollen wir, ne? Und Marc platzt vor Stolz. Schließlich hat er nicht nur die schönste Frau im Dorf, sondern auch die schönsten Kühe. Mein Schatz nehme ich natürlich schon mal gerne mit zu meinen Kühen. Ich meine, das ist ja auch meins, das ist mein Stolz. Dann sage ich, Schatz, guck dir mal an, meine Kühe, wie die hier stehen. Die sehen ja auch schön und gepflegt aus. Da stecke ich ja auch viel Liebe rein. Hui. Guck, ach, die Schaufel hatte ich hier vorgestellt. Die hatte ich hier vorgestellt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Schatz, bist du alt? So langsam, ne? Aber nicht schlimm, dann können wir ein bisschen füttern. Du hast ja ein bisschen Brot mitgebracht. Ne? Lisa, hallo. Kein Futterneid hier. Alle kriegen was. Ja, und der Nächste. Franz, komm her, guck mal. Guck mal hier. Ja, wenn du natürlich so doof bist. Wow. Wow. Ja, also vor den Hörnern habe ich echt so ein bisschen Respekt. Weil die ist, huhu, echt, wow, echt lang sind. Wow, was machen die jetzt? Mark, ja, die spielen nur, das ist alles. Marks schottische Hochlandrinder sind eben glücklich. Und aus glücklichen Kühen werden leckere Steaks. Wir auch ein kleiner Biotyp. Also, es ist einfach so, ich mache halt so ein Fleisch, was ich auch selber gern esse. Solange sie natürlich lebt, soll sie auch gut leben. Genau. Wenn sie natürlich dann irgendwann groß und richtig fett sind, dann werden sie geschlachtet, ne? Das Schöne ist, wenn ich jetzt meinen neuen Grill fertig habe, dann weiß ich, meine eigene Kuh ist auf meinem Grill. Da ist dann kein Spritzmittel oder irgendwas wie Antibiotika oder so. Das sind meine Tiere, die waren nur auf der Wiese. So, Schatz, aber es hilft alles nichts. Bei aller Landidylle, lass mich ja, mal hier wieder rüber. Vorsicht, nicht, dass du dir zu schnell Beine wehtun. Es muss natürlich weitergehen. Sind ja nicht zum Vergnügen hier. Also schnell die Schaufel montiert und zurück in den heimischen Buddelkasten. Ich bin einfach Landkind durch und durch. Ich bin mal ein paar Mal in der Stadt gewesen, da kommst du mit dem Auto ja gar nicht durch. Dann laufen die alle in diese U-Bahn-Schächte rein, da stehen irgendwelche Nummern, fahren von links nach rechts und das geht alles zack, 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 links und rechts. Ach, Wahnsinn. Da sitze ich doch lieber hier auf meinem Land, in Zukunft auf meiner neuen Terrasse, trinke mir ein Bierchen und gucke dem Nachbar beim Heckeschneiden zu. Das ist Idylle. Und das ist der Nachbar. Alex wollte eigentlich nur mal Hallo sagen. Hallo. Ach, hi. Na? Alles gut? Ja, alles schön? Ach, wir versuchen hier den Garten schön zu machen. Guck mal, wer hier ist. Das ist ja super. Bin auf einen Kaffee vorbeigekommen. Ja. Ja, wie sieht's aus? Alles gut? Ja. Wollen so ein bisschen hier Zierrasen und Terrasse anlegen. Aber es dauert alles seine Zeit. Ne? Das ist der Klassiker auf jeder Großbaustelle. 20 Menschen arbeiten, einer hält sich am Spaten fest. Schatz. Schatz. So, also versuch mal das Grün noch ein bisschen Schatz, wegzumachen. Warte. Ja. Es ist schon spät. Ich muss zum Gleich. Fahren. Jetzt einen Moment noch. Ich fahre jetzt meinen Trecker weg. Machen wir noch ein bisschen gerade. Ich komme gleich wieder. Der Trecker muss immer eben weg. Dann geht's weiter. Wo musst du denn hin? Ich muss noch zum Pferd. Ist ja schon spät. Ja, das ist ja auch noch immer jeden Tag irgendwie. Ja, ne? Klar, jeden Tag. Ja, aber ich bin jetzt ein paar Minuten hier wegen dir. Kannst du gerne abhauen. Wie, damit das gar nicht merkt, ja, ne? Damit ich das Gemeckere gar nicht mitkriege. Ich bleib mal noch ein bisschen hier. Wenn du weg bist, dann bist du musst weg. Du hier das Gemeckere jetzt anhören. So, viel Spaß. Tschö. So schnell kann's gehen. Ach du Scheiße, das ist doch kein
Da kann man doch keinen Rasen von machen. Ja, aber geht doch schon. Sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Jetzt mal ernsthaft, das ist eine Mondlandschaft hier. Ach, Quatsch. Das gleiche mal hinter mit Kies aus. Kannst du das hier, das kriegst du doch gar nicht raus, den Mist quasi. Also der Plan ist der, wir machen das jetzt einfach alles noch ein bisschen gerade noch eben schnell, dass wir erstmal eine gerade Fläche kriegen. Die Betonung liegt auf eben mal schnell. Dabei müsste Landbursche Marc klar sein, dass sich die Natur einmal gekrallt hat, gibt sie nicht so einfach wieder her. Du, weißt du was, morgen gucke ich noch mal, wie weit du bist hier. Ich muss jetzt erstmal abdüsen. Beim Alex ist natürlich so, er ist ein Büromensch, ne? Also er sitzt ja normal nur im Büro und er hat dann so gesagt, ja komm, ich helfe dir jetzt. Aber so eine richtige Hilfe war der auch nicht. Natürlich vielleicht eine Hilfe in Sachen Leben, aber von Baustellen. Ich bin Baulöwe und der Rest Staub um mich rum. Du hast mir echt geholfen. Ich meine, die ganze Ecke ist schon fast gerade. Okay, ich danke dir, Alex. Ciao. Ne?